Ja, damit komme ich nicht weit. Hm. Gibt es da drin Feuer, was ich von hier aus treffen könnte und ausschalten könnte? Ich glaube nicht. Also es sind zwei, das ist noch schlimmer. Und wir müssen hier durch. Oh je. Speichern. Und gleich, wenn sie ein bisschen sich beruhigt haben. Also nicht jetzt. Dann machen wir die Tür auf. Was war denn das? Haben sich immer noch nicht beruhigt. Die Wache hat wenigstens von Angesicht zu Angesicht gekämpft. Ich bin froh, dass die so ein bisschen hohl im Hirn sind, dass die Tür jetzt offen ist und die das nicht mitbekommen. Okay, da hinten kann ich durch, da kann ich durch. Während er wieder am Fenster steht, dazu muss ich noch ein bisschen warten. Komm schon wieder, komm. Ich stehe gerade an der Tür, da hinten, an der anderen. Jetzt guckt er sich hier um, tastet die Wand ab, also begutachtet den schönen Bau und dann geht er hier an die... Nicht wahr? Genau. Sehr gut. Sehr gut. Wie es aussieht, sind schon alle auf dem Schiff. Leider auch der Landungssteg. Tja, ich komme auch so an Bord. Echt? Na, wenn du das sagst, geh an Bord der Dämmerschein. So heißt die. Cooler Name. Ey, da will ich jetzt hoch, ne? Aber wahrscheinlich war das eine andere Möglichkeit, da hinzukommen. Da ist ein Händler. Hallo, mein Freund. Na? Hier so eine Pedo-Stimme wieder. Geh nach, Sil. Alter, die sind so gruselig, ganz ehrlich. Breitkopffall. Kaufen. 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 So, mehr da nicht. Mehr hatte er nicht. So, deutlich sprechen. Wasserpfeile haben wir auch keine mehr. Die kosten nur wirklich gar nichts. Sägezahnpfeile, die sind sehr teuer. Das muss ich mir überlegen. Explosionspfeil. Boah, Alter, 700. Erstickungspfeil. Ein. Komm, ein. Dann müssen wir gucken. Feuerpfeil, Seilpfeil. Auf jeden Fall brauchen wir da noch ein paar. Mehr hat er auch nicht mehr. Stumpfer Pfeil, die kann man auch mal voll machen. Genau, so viel zum Thema. Nahrung haben wir auch gerade keine. Na, nochmal nicht. Obwohl, wir haben doch das Geld, Mann. So. Jetzt brauche ich nochmal einen Leuchtbombe, brauche ich nicht. Ich überlege gerade Erstickungspfeil. Nee, brauchen wir auch nicht mehr. Demzufolge fertig. Dankeschön, mein Freund. Wir sind fertig. Du bist fertig im Kopf, ja, das stimmt. Diese Stimmen, ich finde die so gruselig irgendwie. Wenn alle an Bord sind, dürften wir hier eigentlich so rumlaufen können, finde ich. Und ich freue mich irgendwie auf so eine Action-Szene gleich, aber... Ah, ich komme hier nicht lang. Ach so, na dann. Da ist nix. Nix? Wirklich nicht? Ach, ich darf hier nicht lang. Ich muss hier lang. Ach so, ja, das war ja zu abzusehen. Das war ja okay. Ach, hier. Ich muss hier oben gucken gehen. Das muss schon sein. Da oben gibt es bestimmt was Tolles zum Holen. Deswegen geht der auch wieder zurück, der Typ. Ich gehe nochmal ganz kurz da oben gucken, wenn der Typ weggeht. Wenn er weggeht. Nochmal ganz kurz, ist eine schlechte Stelle zum Laden, aber da kann er mich vielleicht nicht erfassen. Ja, komm schon. Ja. Sehr gut. So, hier können die nämlich mich nicht bekommen und ich bekomme nicht Gesundheit abgezogen. Warum kommt der Bogenschütze da runter, Mann? Was soll das?
Ich dachte, er geht wieder zurück. Na, du Pedo. Speichern wir hier doch mal. Ja, war eine ungünstige Stelle. Boah, es ruckelt zum Glück gerade nicht. Ich hoffe, der ist wieder hochgegangen. Nein, ist er nicht. Mist. Ich ärgere die bestimmt ein bisschen nur. Der Ungläubige ist nicht mehr hier. Ich weiß es. Oh, Moment. Mein Telefon klingelt. Eine denkbar ungünstige Stelle fürs Telefon. Tut mir leid. Er ist ungläubig, aber nicht dumm. Er ist weitergezogen. Ich finde das schön, wie er sofort immer aufgibt. Ich würde den gerne umbringen, ich habe keine... Doch, habe ich ja wieder, aber ich will die jetzt nicht schon verplempern. Problem ist, ich weiß nicht, ob der Typ, der geht hoch und sofort wieder runter. Also so ein kleines Stück bloß hoch. Das ist echt scheiße. Ich dachte eigentlich, der bleibt ein bisschen oben. Das wäre sehr vorteilhaft. Bleibt da erstmal eine Stunde dort stehen. Hier funktioniert schon wieder was nicht. Ich darf Pfeil und Bogen hier nicht benutzen. Muss mich verarschen. Der macht hier nicht, der wählt hier nichts aus und ich kann nicht schießen. Ich bin mal gespannt, ich lasse dir mal die Augen da so, also ne. Ich könnte natürlich auch jetzt oben drauf stellen, aber in dem Moment läuft da hundertprozentig los. Wir warten lieber mal, bis er mal nicht mehr so aufgeregt ist, ne. Und dann gucken, ob er vielleicht wieder hochgeht. Oder ob er jetzt für immer dort stehen bleibt, weil dann können wir ihn auch von hier oben abschießen. Oben leuchtet was blau. Jetzt in der Mitte des Bildschirms. Kann er mich erkennen, was? Komm schon. Jetzt geht er wieder. Aber leider nicht weit, ne? Es gibt's doch nicht. Er ist ungläubig, aber nicht dumm. Er ist weitergezogen. Genau. Okay, das ist unsere Chance, den umzubringen. Weil anders habe ich keine Ahnung, wie ich den sonst... Psst. So. Das war er. Danke. Komm, ich nehme dich mal noch mit. Und zwar hier so rein. Wo dich auch bestimmt niemand finden wird. Oh, guck mal, er winkt uns noch. Wie süß. Kleiner Drecksack. So, jetzt gehe ich natürlich aber hier oben gucken. Ist Pflicht. Ich muss. Da steht auch einer. Hallo. Guten Abend. Wie steht der denn da? Warte mal kurz. Speichern. Das da oben habe ich, glaube ich, gesehen. Das Blaue. Und da müssen wir auch lang auf jeden Fall. Aber ich glaube fast, hier oben war noch eine andere Möglichkeit reinzukommen. Oder es gibt komplett andere Möglichkeiten. Voll die Wurzeln. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Hier gibt's nichts, nicht mal ein Geheimnis. Hat sich das gelohnt? Hei, hei, hei. Eine Geldbörse. Und hier kann man dann wahrscheinlich die Zugbrücke runterlassen. Aber nicht von hier. Doch, da oben können wir mit dem Seil hoch. Aber da können wir auch ohne Seil hoch. Von daher, mal gucken. Ich lote das mal aus, wo wir am besten langkommen. So, einmal hier lang bitte. Und dann gucken, dass der jetzt nicht gerade unbedingt guckt. Und tschüss. Hier liegt noch so ein Bogen. Wem gehört der denn? So. Komm schon.
Vielleicht müssen wir auch da oben lang. Es kann sein. Aber ich glaube, hier sieht es auch sehr gut aus und sehr ohne Seilpfeil aus. Was ich viel besser finde. Aber wir haben es uns angeguckt. Diese Lampen. Finde Orion und Aaron. Ach du Scheiße, das geht bestimmt gut. So, hier hätten wir jetzt auch reingekonnt. Wir sind bestimmt alleine hier. Bin ich mir fast sicher. Gut, erstmal niemand, der direkt vor der Tür steht. Okay. Wissen wir ja gleich, was wir zu tun haben. An Seil kommen wir da hoch? Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Na dann. Eine kleine Kletterpassage, würde ich sagen. Na komm. Einmal nach oben, bitte. Dann die Kralle. Huh. Halte E, abseilen. Ich will nur mal gucken, was mir das bringt. Nicht viel. Wahrscheinlich kann ich mich hier hinten dann verstecken oder so. Dann seilen wir uns hier mal ab. Ich glaube, hier brauchen wir das auch. Ganz kurz. Gut. Ich wollte es nur mal probieren. Ja. Ach ja. Da geht's ins Nichts. Der Maschinenantriebsrad. So. Wir haben es geschafft, ein bisschen weiter zu kommen. Hallo, mein Name ist Garrett und ich bin der Schiffsinspektor. Inspektor, ich kann nicht reden. Zu ruhig hier, es ist viel zu ruhig. Für meinen Geschmack. Ah, da kommen wir dann schon noch wohl eher dahin, wo wir hin sollen. Hier gibt es nichts, echt nicht. Da ist noch ein Seil. Da könnten wir noch nach unten, beziehungsweise nach oben. Da komme ich da hin. Warte mal ganz kurz. Hier muss doch irgendwo der Aufzug. Ne, der ist überall zu. Na toll. Ich gucke ja auch natürlich durch diese Tür einmal durch. Fleisch, nicht an das Fass. Warte, da unten ist auch beim Kerzenlicht gerade was gewesen. Das sieht aus wie eine Riesenhalle und ich glaube, da müssen wir auch hin. Aber dann nehme ich nicht die Tür, sondern hier vielleicht mal hier unten gucken. Hier tropft es wieder und gleich so auf mein Gesicht, dass ich mich erschrecke. Hier ist ja niemand. Aber hier gibt es Wurfobjekte. Toll. Also wenn ich schon mal irgendwo nachgucken gehe, dann gibt es keine Sammlerobjekte. Die liegen überall dort, wo ich mal nicht nachschauen gehe. Alter, was ist das für ein Licht? Man kann den Fluss bis hierher riechen. Ja, ich kann dich auch bis hierher riechen. Okay, den Witz hatte ich schon mal. Der hat voll hässliches Licht. Also ziemlich weit scheinendes Licht, aber hässliches Licht. Wo geht denn der Typ da oben? Der geht wahrscheinlich auch Patrouille. Da steht jemand, da steht jemand, da steht jemand und hier oben jemand. Und ich überlege halt, wo ich lang gehe. Vielleicht nehme ich auch diesen Weg hier wieder. Versuch's mal durch die Tür. Natürlich nur, wenn der Typ nicht gerade davor steht, das wäre sehr doof. Er läuft hier immer. Damit kommt jetzt hier auch das Licht rein.
So, mein Freund. Du und ich hier oben. Ich muss schlafen. Kommt gerade wieder. Ich habe ein bisschen Angst, jetzt hier zu stehen. Das ist bestimmt sehr ungünstig, aber wir haben kurz vorher gespeichert, also alles gut. Jetzt sehe ich schon doppelt. Konzentrier dich, Mann. Ich spüre noch immer Orions Berührung. Bäh. Sein Glaube mich durchdrang. Aber vielleicht auch was anderes, was dich durchdrang, mein Freund. Das wollte ich gar nicht, aber... Da hinten ist noch was. Zum Hochklettern oder ist es ein Schrank, weil es so groß war? Da unten war auch noch irgendwas. Hallo? Huch! War nicht geplant. Komm, pack die Lampe weg. Während der dann da hinten ist, könnten wir hier mal unten ein bisschen rumsuchen. Aber da unten hängt halt auch einer rum. Aber ich muss da irgendwie hinter. Lieber? Überall Ratten. Und da hinten steht auch noch einer. Alter Schwede. Freunde. Das wird lustig. Ich habe gerade keinen Plan, wie ich da hochkommen soll. Das Fleisch, nicht an das Feuer. Ja, wir vergeuden zum Glück keine Wasserpfeile. Das hat gut geklappt. Wir vergeuden zum Glück keine Wasserpfeile. Ich glaube, der kommt sich ein bisschen verarscht vor hier unten. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Ich hoffe, der sieht mich jetzt hier nicht. Wir können den halt nicht ausschalten, weil sofort da hinten der Typ ankommt. Obwohl, wir könnten den ausschalten, während der da weggeht. Und wir hier mal ganz höflich Hallo sagen. Na? Oh oh. Ich wünsche, hier gibt's eine Eintopfküche. Er sieht's nicht, sehr gut. So, ein Problem weniger. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Weiter kommen wir hier nicht wirklich. Der Typ rennt immer noch mit seiner Laterne hier durch die Gegend. Ist auch schön. Ich muss da hoch. Ja klar. Das ist die einfachste Sache, die ich... Das war... logisch. Das sind Schränke. Da hinten ist der Typ einfach und hier unten ist auch ein Typ. Fertig, das war's. Weiß nicht, warum ich den jetzt ausgeschalten habe, ausgeschaltet habe. Das sind ja auch zwei, ne? Der geht dann da lang und dort hinten ist auch noch einer. Und hier geht's nicht wirklich irgendwo rein, habe ich das Gefühl. Boah, der hört auch nicht auf, hier rumzuhampeln, oder? Der hat schon seit paar Minuten, hat der schon diese zwei roten Punkte. Bosheit.